Wenn du ein Studium an der Karl-Franzens-Universität Graz beginnen möchtest, musst du die Datenerfassung zur Inskription machen. For Students zeigt dir, wie das funktioniert. Bitte beachte: Die Studien Betriebswirtschaft, Economics, Biologie, Molekularbiologie, Pharmazeutische Wissenschaften, Psychologie und Lehramtssekundarstufe Allgemeinbildung unterliegen eigenen Zugangsregelungen. Mehr Infos dazu erhältst du unter studienzugang.uni-graz.at. Um zur Datenerfassung zu gelangen, gehe einfach auf studienabteilung.uni-graz.at und klicke auf Datenerfassung zur Inskription. Wenn du dich zum ersten Mal für ein Studium an der Uni Graz registrierst, klicke auf Anfängerinnen und folge dann dem Link Anfängerinnen auf der rechten Seite. Klicke auf Erstmalig eintragen. Mit der Identifikationsnummer und deinem selbstgewählten Passwort kannst du deine Daten auch im Nachhinein bearbeiten. Schreib dir beides am besten auf. Gib nun deine persönlichen Daten ein. Du kannst nun entweder direkt ein Bild von deinem Computer hochladen oder später eines hinzufügen. Nun kannst du das Studium oder die Studien auswählen, für die du dich inskribieren möchtest. Markiere zuerst das Studium und klicke dann auf den grünen Pfeil nach unten, um deine Auswahl zu speichern. Wenn du ein Studium aus der Auswahl wieder löschen möchtest, klicke auf den grünen Pfeil nach oben. Bitte fülle das Erhebungsformular aus. Nun kannst du dir einen Termin für die persönliche Inskription in der Studienabteilung aussuchen. Wenn gerade kein Termin zur Verfügung steht, wähle später einen aus. Bitte überprüfe nun noch einmal deine eingegebenen Daten und ob alles vollständig ist. Hier siehst du auch, welche Unterlagen du zur persönlichen Inskription in die Studien- und Prüfungsabteilung mitnehmen musst. Du kannst dir deine Zugangsdaten entweder ausdrucken oder per E-Mail zusenden lassen. Solltest du noch Fragen haben, so stehen wir dir jederzeit zur Verfügung. Viel Glück für dein Studium wünscht dir dein For Students Team.